Während Sophia sich bald auf den Weg nach Berlin macht, ist Catherine selbst ausgeflogen. Sie besucht Anja in Luzern. Hallöchen! Geht's dir gut? Ja, dir ja auch. Also, schön, dass du hier bist. Willkommen in meinem Zuhause. Bist du alleine? Ja, also ich und meine Katze. Das ehemalige Fitnessmodel lebt heute ganz anders als noch vor 3 Jahren. Statt Gewichte zu stemmen und strenge Ernährungspläne einhalten zu müssen, hört Anja heute auf ihr Bauchgefühl. Ja, deine Küche kenne ich ja von den Instagram. Die kennst du, ja. Neben Insta-Stories, eigenem YouTube-Channel und Vorträgen zum Thema Selbstakzeptanz nimmt sich Anja auch Zeit für ihr Hobby Malen. Das ist so schön, ich glaube einfach hier. Ja, bleib doch ein bisschen. Hast du ein bisschen Platz? Ja. Ich suche auch gerade nämlich eine Wohnung. Ach ja? Ja, ich möchte ja umziehen. Von wo nach wo? Ja, von Berlin nach Nordrhein-Westfalen. Okay. Ja, ich wohne jetzt 26 Jahre in Berlin und irgendwie, es ist so langweilig geworden. Steht bei dir jetzt noch so an, also so projektmäßig? Muss ja immer so neuen Content bieten. Ja, also momentan ist ganz vieles gleichzeitig, aber das, was momentan am meisten Zeit beansprucht, ist mein Buch, das ich ja schreibe. Buch? Ja, ich schreibe ein Buch. Ja, erzähl mal. Also, wusste ich gar nicht. Ja, es ist so. Ist schon offiziell, also wissen die Leute schon, dass du das machst, oder? Noch nicht ganz. Also ich werde es jetzt dann demnächst verkünden. Eigentlich ist es im Großen und Ganzen ist es ein Ratgeber zum Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstfindung. Und der Titel wird sein, sei glücklich, nicht perfekt. So sehr tiefgründig auch, so meine Gedanken, ja, zu dem schön. Thema, weil ich bin halt so ein Philosoph, der immer viel zu viel über alles nachdenkt. Er hat das wirklich ganz alleine beschrieben. Da ziehe ich meinen Hut auf jeden Fall vor. Ich persönlich würde auch natürlich gerne ein Buch über mich mal schreiben, weil ich finde, ich habe schon sehr, sehr viel zu erzählen. Ich habe sehr viel erlebt, auch schon in meinen jungen Jahren. Und ich glaube, ich kann auch vielen Menschen helfen. Das ist ja so bei Instagram eigentlich mein Schwerpunkt. Ja, ich freue mich darauf. Das ist echt so ein kleiner Lebenstraum von mir. Und du? Was geht bei dir gerade so? Ja, du mal. Bei mir ist auch viel los. Ja. Ich bin ja hier und mal da. Ja. Dann nebenbei habe ich jetzt meine eigene Sportkollektion entworfen. Ach was. Ja, ich habe da meine eigene Firma, die heißt halt O-Body. Und die hat halt auch so einen ganz, ganz bestimmten Hintergrund. Also O-Body wird OH und dann Body geschrieben. Ja. Also ein O-Body ist halt, ist egal, ob du ähnlich wie mit deinem Buch eigentlich. Ja. Egal, ob du eine 32 hast oder eine 44. Ja. Wer ein O-Body ist, entscheidet die Person selbst. Girlboss.